Ja, hallihallöchen und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Bless Unleashed, meine lieben Leute. Ich würde mal sagen, wir machen weiter auf der Leiter. Hier schaue ich sehr, sehr streng rein. Ja, wir sind beim Seelenfeuer. Ja, wir haben da einiges zu machen. Wir sind gerade bei der Farm, Galoppas Farm. Das ist außerhalb, ja, weiter außerhalb von Casacor. Wir nützen einmal das Seelenfeuer, weil ich muss Gegenstände aufbereiten. Ich würde mal sagen, diese Pilgerhandschuhe werde ich aufbereiten. Ja, verbindliche Handschuhe des Pilgers aufbereiten. Jawohl, Artefaktfragment. Gürtel der Vernichtung. Dieses Ding werde ich auf jeden Fall einmal auch aufbereiten. Ja, verblichene Robe. Ja, verblichener Beinschutz des Propheten. So. Nö, das will ich nicht. Verstärkter Zauberstab. Ah, auch. Ja, haha. So, passt. Sagen wir das einmal. Kochen. Ich werde was kochen. Und zwar, was habe ich da? Ich habe nur Lunchpaket salziges Grillfleisch. Herstellen. So. Jawohl. Mehr habe ich nicht. Gut. Das einmal. Können wir. Ne, da können wir nichts mehr kochen. So, schließen. Passt. Meine lieben Farmarbeiter Fasco. Ja, aber ich werde auch jetzt mal meine Fertigkeitspunkte verteilen. Die habe ich ja nämlich schon. Ich werde Frost Nova zum Beispiel auf jeden Fall aufwerten. Und ja, mehr geht sich nicht aus. Passt. So, schnell alles machen, das passt. Farmarbeiter, finde bitte schon... du hast ja was für mich, Farmarbeiter. Was hast denn du für mich? Kennst du das kriechende Labyrinth? Dort sind ganz viele enge Schluchten, in denen es vor Riesenmaulwurfsgrillen nur so wimmelt. Ich glaube, dort legen diese Kreaturen immer Eier. Das ist eine furchtbare Plage. Die Insekten hier draußen zu töten bringt nichts, wenn wir uns nicht auch um die Eier kümmern. Kannst du sie zerstören? Natürlich! Wow, ich kriege einiges wieder. Passt! Und Order Universität plus 25 Ruf. Wahnsinn, ich kümmere mich darum. Jawohl! Eiersuche. Naja. Leute, also dieses Spiel, es macht so dermaßen Bock, meine Lieben. Farmarbeiter Elio, du hast eh nichts für mich. Reden kann ich mit dir auch nicht. So, also, dann würde ich einmal sagen, Ausrüstungsspezialist. Ich schaue einmal, ob wir etwas machen können. Gebundene Ausrüstung lösen aufladen. Gewöhnliche Gegenstandsverbesserung. Kann ich was machen? Keine Gegenstände zu verbessern. Das ist schade. Gut. Pharmagaloppa. Zum Beispiel, da ist er ja. Der Event 1. November. Was? Ist ongoing. Ah, okay. Bis 18. November hat man Zeit. Ja, ich werde auf jeden Fall noch einmal zu Pharmagaloppa gehen. Der hat noch was für mich. Wenn du das nächste Mal zur Universität gehst, sag diesem Professor Vetino, dass das alles seine Schuld ist. Diese Kreaturen haben sich aus der Erde gewühlt und mein ganzes Getreide gefressen. Meine Felder sind total durchlöchert. Du scheinst mir echt recht zäh zu sein. Kannst du mir helfen, die Erdlöcher zu verschließen? Wir müssen diese Biester aufhalten. Natürlich ist das kein Problem. Ich hätte diesen neuen Dünger von der Universität nie benutzen sollen. Die Typen von dort machen alle nur Ärger. Ich meine natürlich alle außer dir und Miss Ofina. Okay, ich verstehe. Boah, da haben wir Questen, Wahnsinn, Erdlöcher stopfen. Wahnsinn, oder? Da drüben haben wir noch einen. Also wir haben wirklich richtig viel. Post? Habe ich Post? Nö, habe ich nichts. Jawohl, Galoppas Form! Teleport. Gelehrter Daniel. Ich werde so viele Questen annehmen wie möglich jetzt. Oh, verdammt. Mein verdammter Axt. Warum muss ich mir nur immer selbst im Weg stehen? Stimmt etwas nicht? Oh, hallo, du kommst wie gerufen. Könntest du mir wohl einen Gefallen tun, wenn du einen Moment Zeit hast? Jemand muss für mich nach Karzakor reisen, um Daten für meine Forschung zu sammeln. Könntest du mir damit helfen? Ja, Karzakor? Das liegt nicht unbedingt auf dem Weg für mich. Aber wenn du einen Teleport verwendest, so wie diesen hier, könntest du im 0, nichts da sein. Ich bin wirklich so etwas wie ein Experte auf diesem Gebiet. Möchtest du mehr über diese wundersamen Geräte erfahren? Klar. Ja, muss ich leider, das ist eine Quest.
Es gibt zwei Möglichkeiten, per Teleport zu reisen. Du kannst entweder direkt mit einem Teleport interagieren oder einen über die Weltkarte auswählen. Okay, wo ist der Unterschied? Jede Möglichkeit hat Vor- und Nachteile, aber der größte Unterschied sind die Kosten. Wenn du nicht in der Nähe eines Teleports bist und über die Weltkarte reisen möchtest, musst du eine Menge Gold bezahlen. Wenn du aber zum nächsten Teleport läufst und ihn selbst aktivierst, zahlst du eine geringere Menge, basierend auf der zurückgelegten Strecke. Na gut, verstehe. Ich fürchte allerdings, dass Zeit durchaus eine Rolle spielt. Könntest du mit diesem Teleport zum Platz von Karzakor reisen und dann meine Notizen aus der Ordo-Universität holen? Mein Assistent Alan sollte bereits an der Treppe der Universität warten. Rede einfach nach der Ankunft mit ihm. Okay, wenn es so schnell geht, ist es kein Problem, mache ich. Passt! Ach, du bist eine Wohltat für die Wissenschaft. Denk nur daran, du musst innerhalb von 6 Minuten wieder hier sein. Teleportiere dich nach Karzakor, schnapp dir die Notizen von Alan und komm so schnell wie möglich zu ihm zurück. Los, schnell, 6 Minuten, die Zeit läuft! Okay. Teleport und Platz von Karzakor. Platz von Karzakor. Bin gleich zurück. 6 Minuten, Leute! 6 Minuten. Was? Okay. Teleport. Reisen. Platz von Karzakor. Nutzen. Ribusfuß, wo ist Karzakor? Eiden, Schabicke-Schwalben, 6 war das, gell? Wo ist da ein Teleport? Platz von Karzakor. Gold verwenden. Platz von Karzakor, na bitte. Hab nicht mal lang Zeit. 5 Minuten, oder? Leute! Ja, das ist irgendwie ungut. Das ist, was mir nicht so gefällt. So zeitmäßig, dass man wirklich... Alter, naja. So, da überbringe Alan. Da ist er ja! Servus! Alan. Wo ist der Professor? Er hat mir gesagt, dass ich hier warten soll. Ist das ein Test? Professor Daniel hat mich wegen seiner Notizen geschickt. Oh, tut mir leid, das war mir nicht bewusst. Hast du den Teleport benutzt und es geht dir gut? Nein, vergiss es. Es ist nichts. Hier sind die Notizen, die du wolltest. Gute Reise. Ja, danke. Ich gehe dann mal. Okay. Jo. Dann wieder hin. Teleportieren. Nutzen. Leute, wo muss ich da jetzt hin? Da. Galoppas Farm. Passt. Super. Oh, Leute, es ist irgendwie... Es ist so cool. Also das Spiel ist so genial. Servus. Ich bin wieder da. War schnell, oder? Du bist wieder da und all deine Gliedmassen sind noch da, wo sie waren. Oh, als du deine Reise angefangen hast. Wunderbar. Ich habe diesen Idioten der Transteleportationsstudien gesagt, dass es nichts zu befürchten gibt. Ein kleiner Sprung im Teleport wird die Grundfunktionen nicht beeinträchtigen. Siehst du, du hast ihn benutzt und dir ist nichts passiert. Ja, was? Bitte was? Welcher kleine Sprung? Nichts, nichts. Alles in bester Ordnung. Hier ist dein Gold und nun geht deiner Wege, ja? Ich muss das hier aufschreiben. Ja, okay. Alles klar, ja, wieder Geld bekommen, Leute. Super. Na, ist das leibend? Post. Super, meine Lieben. Alchemiestand. Ich will alchemieren, Leute. Brennerei. Ich hab nix. Nö. Wie viel Gold haben wir eigentlich auf der Seite? Tränke. Zeig mal, was du hast. Ja, bist du gescheit. Also Trank der Genesung 2 werde ich mir gleich 10 Stück kaufen. Haha! Super! Trank der Genesung werde ich mir 30 Stück 20 Stück kaufen. Passt! Super! Danke und tschüss! Ja, haben wir einiges. Einiges.
Habe ich da jetzt Post? Ich tue immer schauen, ob ich Post habe, Leute. Nö, nix habe ich da. So, also, meine Lieben. Schauen wir uns einmal die ganzen Questen an. Wie zum Bleistift. Finde Veterinär Studenten. Taschenerweiterung, verlorene Schatzkarte, Eiersuche. Okay. Eiersuche. Dann machen wir das mal mit dieser Eiersuche, ne? Veterinär Studenten, na, da sind wir gleich da, Leute. Dann brauchen wir nicht lang suchen. Hallo. Die Maulwurfskrillen sind plötzlich extrem gewachsen. Das kann nicht natürlich sein. Du bist Professor Veterinär Studentin, richtig? Ja, was führt dich hierher? Du siehst nicht wie ein Arbeiter von Galapas Farm aus. Ich versuche dir bei deiner Untersuchung zu helfen. Ach, dann musst du die Person sein, von der sie uns erzählt hat. Du möchtest eine volle Berichterstattung, ja? Soweit ich weiß, fing alles an, als die Bauern einen neuen Dünger ausprobierten. Sieht aus wie die gestohlene Prototypprobe. Aber es ist definitiv noch weitere Tests notwendig. Oh Gott! Wie kann ich dir helfen? Zuerst brauchen wir eine weitere Bestätigung. Bitte beschaffe Proben von der Farmerde und den Maulwurfskrillenkadavern. Ich beginne meine Untersuchungen, sobald du mir die Proben gebracht hast. Okay. Ja, mache ich. Okay. Machen wir das. Also, mal die Proben holen. Leute. Also, holen wir mal Proben. Erdloch. Ah, das Erdloch müssen wir auch noch. Super. Dann machen wir gleich zwei Klippen auf einer Schlag, was? Zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen hier. Jawohl. So, hol dir Erdhaufen, habe ich, die Proben. Hallo, was ist da? Was? Weg mit dir, du Sack. Ja, die sind doch leicht. So, Beute. Rote Splitter. Erdloch stopfen. Ja. Leute, Wahnsinn. Da geht's zu, ha? Huh? Also wir gleich... Ja, es geht da gerade zu, Leute. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist so laut. Da. Aber noch ein Erdloch. Vier von sechs? Leute, hi. Ich will nicht vergiftet werden. Vergiften die einen eigentlich? Ja, komm weg mit dir, du Sack. Weil es ist so spannend schon wieder, die Folge. Also es ist schon so dermaßen mega, Leute. Cool. Ja, super. Dann haben wir das auch geschafft. Ein Erdloch noch stopfen, dann haben wir das auch. Passt. War super. Erdloch stopfen, abgeschlossen. Jawohl. So, Stufenaufstieg. Level 8. Passt. Ach, Leute, ich sag's euch. Herrlich, das Spiel. Also, ich muss schon ehrlich sagen, Leute, ich bin verblüfft. I am verblüfft von dem Spiel, ne? Ja, also, Leute, wenn ihr mitspielen wollt, ihr könnt mit mir mitzocken. Ja, könnt ihr. Wer will... Natürlich möchte ich euch vorher noch kennenlernen, logisch. Dafür gibt's aber Discord, meine Lieben. Dafür gibt's Discord. Was ist da? Servus! Was verschlagt dich zu mir? So, Dankeschön und weiter geht's. Die haben ja sonst keine. So. Ah! Meine Lieben. Veterinär Student Rosa. Was? Hallo? Ah, grüße dich! Du bist ja auch da. Du bist ja ganz ein lieber Bub.
gut. So, fertig. Gibt's nichts zu holen. Passt. Passt. Ja, ich habe dich von oben beobachtet. Du hast mehr drauf, als ich dachte. Gib mir bitte die Proben, die du mitgebracht hast. Nimm das! Nimm das, passt. Das ist definitiv der neu entwickelte Dünger des Instituts für Landwirtschaft. Offenbar hat diese rote Substanz die Maulwurfsgrillen noch wilder und größer gemacht. Warum ist der gestohlene Dünger hier? Ich habe die Farmer in dieser Gegend befragt, während du die Proben gesammelt hast. Und sie haben gesagt, dass ein maskierter Mann zu Galoppas Farm kam und ihnen den Dünger gegeben hat. Zuerst werde ich diese Proben zur Professorin Orfina bringen. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der Arkanenkünste. Okay, was ist mit mir? Der maskierte Mann scheint gefährlich zu sein. Bitte sagt den anderen Assistenten, dass sie schnell ins Dorf zurückkehren sollen. Vermutlich untersuchen sie gerade das kriechende Labyrinth. Also geh bitte dorthin. Okay. Haha, passt. Ah, super, jawohl. Wir verblichen eine Magiekugel des alten Soldaten plus 2. Gut, meine Lieben. So, also, dann haben wir das einmal. Ich würde mal sagen, Sammlertaschenstücke habe ich, zerstöre Maulwurfsgrillen, Eier im kriechenden Labyrinth. Na, und das machen wir. Betritt das kriechende Labyrinth. Boah, es ist aber schnell dunkel geworden, Leute. So. Haben wir da irgendwo? Okay, da ist niemand. Ja, würde mal sagen, wir können, glaube ich, jetzt sogar, Fertigkeitenpunkte verteilen. Würde mal sagen, Stufe 3, diese Flammenwelle werden wir machen. Ja, fertig, super, toll. Haben wir das auch gemacht, Leidl. Ja, ich habe da irgendwas bekommen. Sekundäre Waffe, jawohl. Sekundäre Waffe. 6 Rüstwert und 6 Verteidigung. 4 Verteidigung, 3 Rüstwert. Jawohl, anziehen, Leute. Ausrüsten. Jawohl. Meine Lieben, habe ich die sekundäre Waffe ebenfalls. Passt. So, weiter geht's. Die Folge ist dann gleich vorbei, Leute. Ja, ja. Ich habe eine Kugel. So, meine Lieben. Wir machen weiter. Und zwar werden wir zum Labyrinth marschieren. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt einmal machen. Das werden wir machen. Zum Labyrinth, da müssen wir unbedingt einmal was machen. Das schaue ich mir gleich an. Zerstöre Maulwurfsgrilleneier im kriechenden Labyrinth. Das müssen wir machen. Das kriechende Labyrinth. Betritt das kriechende Labyrinth. Gut. Mach mal. Ja, meine Lieben, es ist eigentlich, müsste jetzt schon wieder Wochenende sein oder kommen. Also, es kommt jede Woche, also von Montag bis Samstag, jeweils eine Folge immer rauf von diesem Spiel. Sonntag ist halt dann auch Blässern. Lichtpause ist so. Habe auch noch andere. Ja, Let's Plays am Start. Warum? Muss ich da oben oder was? Ja, hier rüber. Ich verstehe jetzt gar nicht. Au! Au! Leute! Ja, muss ich hier irgendwo. Ja, ich keine Ahnung, wie ich das drüber komme. Karte aufschlagen. Südliches, was ist das? Okay, muss ich umdrehen oder was? Muss ich umdrehen? Hier runter, meine Lieben. Sind wir da? Eine Fackel. Da haben wir zum Beispiel Vetinus-Assistent Leora. Da muss ich wahrscheinlich hin. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen, meine Lieben. Die Folge ist schon wieder um. Ich schreie immer so, Leute. Ja, Test. Also, ja. Ihr hört mich eh. Ich habe auf den falschen Ausschlag jetzt geschaut.
auf dem OBS-Programm. Das ist ja der Desktop-Audio-Ausgang. Also ja. Gut, und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In Folge 18. Meine Lieben, ich sage Game Over und ciao.